Meine sehr geehrten Damen und Herren, damit ist der Ball eröffnet. Wir wünschen Ihnen natürlich einen ganz tollen, fulminanten Abend. Und wir gehen jetzt einfach weiter mit unserem Präsidenten und Vizepräsidentin mit einem langsamen Walzer, bitte. Und es ist alles schön mit dem roten Teppich, das ist wirklich wunderbar. Letztes Jahr war ich noch nicht hier, aber ich muss sagen, allein die Begrüßung, das Begrüßungsgetränk, die Musik, also mir gefällt sie gut. Der Uniball hat eine sehr gute Location, dass es auf mehreren Ebenen stattfindet und dass es auch verschiedene Säle gibt. Und die Musik ist auch sehr gut und die einzelnen Acts zwischendurch. Die Liveband ist wirklich sehr gut. Da kann man auch, der eine oder andere, der nicht unbedingt des Standardtanzens mächtig ist, findet dort auch seine Musik, zu der er mit seiner Freundin tanzen kann. Es ist einfach immer ein schöner Abend. Man geht hier hin, man kleidet sich nett und hat hier richtig viel Spaß. Deswegen machen wir das jedes Jahr. Besonders gut hat es mir gefallen, dass es ein recht vielfältiges Angebot gibt. Also einerseits kann man Standard tanzen, aber auch so ein bisschen mehr Disco und Party tanzen. Zwischendurch gibt es immer wieder kleinere Show-Einlagen und so ist das ein sehr spannender und sehr abwechslungsreicher Abend. Was für mich so besonders ist, dass diese verschiedenen Kulturen, die einfach miteinander Spaß haben wollen, die neben ihrem Examen oder ihrer studierenden Zeit einfach mal was anders sehen, um sich selbst zu motivieren, mal aus dem Haus rauszukommen und einfach mal miteinander zu feiern auf eine andere Art. Und die haben alle gemeinsam Spaß, können sich gut unterhalten und man braucht einfach nur die Stimmung hier sehen. Die sind alle ausgelassen, zufrieden, herrlich. Ja, es ist der zweite Ball, wie Sie schon sagen, nach 2017, also 2018. Nicht der zweite Universitätsball, es gab früher schon welche. Aber wir haben es im letzten Jahr wieder aufleben lassen, haben aus den Erfahrungen des letzten Jahres dann auch noch unsere Erfahrungen jetzt wieder eingespielt hier, also mit einer zusätzlichen Tanzfläche und einigen besonderen Angeboten. Und ich glaube, dass das im Augenblick gut ankommt. Es ist überall gute Stimmung und insofern können wir ganz zufrieden sein. Ich würde es unbedingt weiterempfehlen, weil es ein tolles Ambiente ist, weil man die Möglichkeit hat, sich mal im Abendkleid zu präsentieren und nett zu tanzen, den ganzen Abend wunderbar.